Und es geht weiter hier bei Banished auf Ufoman LP, meine lieben Freunde, die Folge 21. Ich frage mich ja die ganze Zeit schon, was jetzt das weitere Ziel ist des Spiels. Wir haben ja nun schon alles gebaut. Erinnert mich jetzt an zwei, drei negative Einträge bei Steam, wo jemand meinte, ja, du baust dann halt irgendwann immer größer und mehr passiert nicht. Oh, guck mal hier. Was hast denn du? Lebensmittel könnten wir bei dir kaufen. Aber ohne Ende, wa? Was hier an Lebensmitteln hier, was kosten das? Kostet alles gleich, wa? Ja. Muttern. Garbage, Peach, Fisch, Kürbis. Aber lass uns doch ein paar Walnüsse kaufen vielleicht, oder? Kürbisse? Was haben wir? Oh, Steine haben wir ohne Ende. Lass uns mal hier, sagen wir mal, wir kaufen mal 1000 Kürbisse. Oder Bohnen hätten wir auch kaufen können. 1000 Kürbisse kostet 1000. Dann 120 Steine sind im Angebot. Okay. Noch ein bisschen Eisentool, Iron Tool. 40 und Fisch. Nö, Fisch will ich hier. Herbst könnten wir noch anbieten. Trade. Kannst wieder abhauen. So, okay, jetzt haben wir ein bisschen Lebensmittel zusätzlich eingekauft. Später Winter. Jetzt hat mich der Händler ja abgebracht. Jo, also das sollte jetzt die Herausforderung sein, dass wir versuchen, immer größer zu werden. So viel wie möglich Einwohner zu schaffen. Gebaut haben wir jetzt schon alles. Die Schule ist voll. 20 Studenten, wir haben 8 Laborer. Farmer, okay, sieht alles noch ganz gut aus, aber wir werden jetzt mal noch nicht gleich eine neue Schule bauen. Sondern wir werden mal gucken, dass sie hier noch weiter diese ganzen Rohstoffe abbauen, die wir hier aufgetragen haben. Das könnt ihr auch alles mitnehmen hier. Oh, Frühfrühling. Alles mitnehmen. So. Wenn wir dann ganz viele Steine haben, könnten wir sogar einen Steinwege hier noch bauen. Ah, diese Sichthemmnisse hier. Steinbruch, okay. Eisen sieht ganz gut aus, kann ich mich jetzt nicht beklagen. Wieder einer gestorben. Was ist low? Foot ist immer noch low. Brauchen wir noch mehr Foot? Hier wird dran gebaut, okay. Wie sieht es denn hier mit dem Weg aus? Ob wir hier vielleicht noch einen Weg durchziehen hier? Nee, geht nicht. Mach doch hier mal einen Weg. Und hier. Und hier. Und hier. So. Und selbst hier kann man noch einen Weg machen. So. Und dann, gut, wenn wir jetzt ein Feld bauen, das können wir dann im Prinzip immer erst im nächsten Jahr bebauen. Und unser Rinderfarm ist nicht so dolle. Wir könnten natürlich noch eine Fischerhütte bauen, und zwar diesmal hier hinten. Na, lass uns mal eine Fischerhütte noch bauen. Ich weiß gar nicht. Das wollte ich ja sowieso machen. So. Na? Komm schon. Ja, ja, Fischerhütte. Der geben wir sogar mal eine hohe Priorität. So. Dann brauchen wir noch einen kleinen Weg. So. Gut. Ach, guck mal, hier liegt Fell und Fleisch rum.
Vom Jäger, was noch nicht eingesammelt wurde. Ach, das holt ihr jetzt, okay. Kommt der da schon mit einer Schubkarre? Wo haben wir denn die Schubkarre her? Ach, das ist der vom Markt. Guck mal, der vom Markt. Da werden wir mal noch ein paar einteilen. Die sind scheinbar ganz gut drauf. Transportmäßig. Oh nein. Eine gute Escape-Taste. So, so langsam wird es, glaube ich, auch mal Zeit für die Minimap, dass wir ein bisschen mehr rumspringen können, oder? Sagt ihr. Dann sehen wir ja bald gar nichts mehr. Hm. Bam, 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 badadadadam, bam, bam, badadadam, bam. So, ich glaube, der... Oh, die nützt mir jetzt wirklich nichts, nicht wirklich. Ich habe die Karte mehr so im Kopf. Immer noch low on food. Friedhof? So, die Häuschen. Hier werden noch Häuser gebaut. Okay. Und hier werden wir mal gleich, bevor die Zeit vorbei ist, Geld was hat, der Bären sammelt. Nee. Komm, wir machen hier noch ein Feld. Was soll der Geiz? So. Und dann machen wir sogar noch einen Weg rum. So. Und so. Sehr schön. Dann können die da mal ein bisschen arbeiten. So, hier geht's los. Kürbisse, okay. Okay. Prinzipiell sieht es ja ganz gut aus. Ich verstehe nur nicht, warum nicht genug Hühner reinkommen. Warum nicht genug Hühner reinkommen? Die sterben alle am Alter. Das ist immer ein gutes Zeichen. Oder? Reserve an Food is low. Mann, wir haben Sommer und wir haben kein Essen. Oh, Mann. Holz sieht ganz gut aus. Hier wird fleißig erarbeitet. Okay. Eisen könnt ihr alles noch mitnehmen hier. Das ganze Zeug hier. Oh, hier ist aber was los. Alter Schwede. Boah. Guckt ihr das an, wie die arbeiten. Die wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Mal noch ein Stockpile bauen hier. Ah ne, da kommt ein Haus hin. Haha. Hier daneben. So, da könnt ihr das alles hinlegen, wenn ihr Lust habt. Müsst ihr nicht machen? So, wir haben jetzt so viele Steine, dass wir jetzt mal ganz krass noch ein Bilderer machen. 6 Bilderer, radikal. Und hier einen Steinweg draus bauen. In der Hoffnung, dass die dann ganz schnell hier langlaufen. Oh ja, jetzt aber verrückte Aufgabe. So. Dann hier lang. Und hier runter. Und jetzt hier rüber. Haha. Kleine Abkürzung vielleicht. Und hier runter. Ich will nicht wissen, wie viel Stein das jetzt kostet. Gleich unser Stein alles. Ich weiß, das ist nicht vernünftig. Ich mach das mal. Guck mal, was hier für Leute rumrennen. Ist ja unglaublich. So. So, erstmal bis zum Markt. So. Wow. Geht's hier schon los mit dem Weg bauen? Kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich weiß nur, dass hier richtig viele Leute am Start sind. Finde ich sehr gut. Da haben wir in der Beziehung bald keine Probleme mehr. Was hier Holz betrifft und sowas. Vorausgesetzt, wir reißen das doch alles ab. Das hier. Das hier. Okay.
Wir machen uns die Erde untertan, sozusagen. Eieieiei, hier ist schon wieder alles dicht bewaldet. Hier könnten wir eigentlich dann auch bei Gelegenheit noch... Okay, Herbst. Nee, Sommer, wa? Nee, Autumn ist ja Herbst, ja, nicht Sommer. Sommer ist ja Summer, Mann. Ufo-Mann. So, die sind teilweise schon dabei, die Ernte hier einzutreiben, das ist schön. Bloß, ob die das dann wieder bis zum Winter schaffen, ist natürlich eine andere Frage. So, jetzt haben wir schon Spätherbst, 0 Grad und zack, fängt es an zu schneien. Wieder viel zu früh dieses Jahr. Menno, viel zu früh. Ich frage mich, ob es hier irgendwie möglich ist, eine Vorratswirtschaft zu machen. Und außerdem interessiert mich mal, ob wir überhaupt Hühnchenfleisch haben. Wo sind sie? Hühner, Hühner. Hier, Chicken. Okay, Chicken haben wir schon, die werden aber ständig weggefressen. Okay. Ich verstehe. Wir gehen jetzt mal hoch. Diese Transporter gehen wir jetzt mal auf 12. Mal gucken, ob uns das was bringt. Die Bilderer. Ja, mittlerweile ist es fraglich, ob wir jetzt... Na gut, wir können natürlich, wenn die Ernte eingetrieben ist, könnten wir jetzt ein bisschen runtergehen mit den Farmern. Werden wir mal machen bis zum... Sollen wir mal runtergehen? Bis zum Frühling? Guckt euch das an. Guckt euch das an. Dieses Gewusel hier. Wahnsinn. Wahnsinn, wie die arbeiten, ey. Das gibt's nicht. Oh, die Gesundheit ist runtergegangen. Kann es sein, dass wir zu viele Leute haben und einen zweiten Arzt brauchen? Komm, wir bauen ein zweites Krankenhaus. Und zwar... Wo bauen wir das hin? Hier am Friedhof. Hier ist ja noch ein Friedhof, Mann. Komm, wir bauen hier noch ein zweites Krankenhaus hin. Dem geben wir eine hohe Priorität. Es war wahrscheinlich gar nicht nötig. Nur weil ein halbes Herz fehlt, so ein Theater zu machen, aber... Das ist immer nicht so besser. So, sehr schön. Und die Wuseln, und die Wuseln. Guck mal, hier können wir schon mal bestimmen, was da angebaut werden soll. Squash, Wheat, Pumpkin. Mach mal hier Squash. Und hier machst du noch ein Wheat. Ich weiß, wir haben da jetzt im Moment keine Arbeiter, keine Farmer für. So, wir haben jetzt schön viel Eisen. Holz hält sich immer noch in Grenzen. Aber ich denke mal, wir halten uns so noch halbwegs über Wasser. Hier ist jemand gestorben. An Erfrierung. Ach du Scheiße. Hat sich so zu Tode gefroren. Mist. Ist natürlich ungünstig. Das wollen wir ja nicht, dass jemand hier erfriert bei uns. Sind wir doch mal ehrlich. Wer will das schon? So. Gut, Stein sieht ganz gut aus. Das heißt, wir könnten ja im Prinzip ein paar Steinhäuser bauen. Dafür brauchen wir aber auch Holz wieder. Mit dem Holzvorrat bin ich auch nicht so glücklich. Guck mal hier, warum sind denn hier eigentlich so viele Bäume? Können wir die mal alle wegmachen? Oh Gott, mit dem Futter, ey. Später Winter. Gut, jetzt werden wir die mal wieder hochziehen hier, die Farmer. 35 Farmer brauchen wir mittlerweile. Können die wieder anfangen zu arbeiten. Wir haben jetzt aber so viele vom Vendor.
Die Devendor-Typen mit den Schubkarren. Ich mal hoffe, dass die uns hier ein bisschen tatkräftig unterstützen. Na, die haben hier noch einiges zu tun. Wird's denn hier mit dem. Wird hier noch am Weg gebaut? Am Steinweg? Oder ist der schon fertig? Der ist schon fertig. So, werden die Felder denn schon bewirtschaftet? Wir haben frühen Frühling, 5 Grad plus. Naja, gut. Ist noch ein bisschen kalt, wahrscheinlich, um die Ernte überhaupt auszubringen. Was mit dem Krankenhaus? Okay, das wird gebaut. 54%, klasse. Und wir brauchen jetzt einen weiteren. Hier sowas hier, eine Forest Salonge. Werden wir mal bauen. Müssen wir ja irgendwie das mit dem Holz hier mal ein bisschen in den Griff kriegen. Forester Lodge. Lodge. Forester Lodge. Oh, da haben wir doch eine. Hier haben wir noch keine, oder? Lass uns mal hier noch eine Forester Lodge hinbauen. Fällt mir gerade ein, wir haben bestimmt auch wieder nicht. Na, wo ist der Weg? Wir haben bestimmt auch gar nicht genug Forester, wa? Guck mal, wir haben 4 von 16. Ist doch klar, dass wir nicht genug Holz haben. Ist doch ganz klar. Nimm mal 2 Bilderer weg. Und 7 Laborer, da können wir keinen mehr abziehen. Doch, können wir, indem wir die Forester hier hochknallen. So, 4 Forester. Von 16, das ist gar nichts. So, die Felder werden bestellt, schön. So. Gut, dann gucken wir mal in der nächsten Folge weiter. Was jetzt stellt sich ja hauptsächlich immer die Frage, Felder oder Häuser, als abwechselnd Felder und Häuser bauen. So habe ich das jetzt hier verstanden. Hier werden noch Häuschen gebaut, ein Taylor. Oh, da wird noch ein Taylor gebaut, okay. Was heißt das hier? Okay. Oh, es gibt Obdachlose. Wohnen die schon hier? Nö. Na, warte mal. Müssen wir noch mehr Hütten bauen? Steinhütten können wir doch... Nee, noch nicht. Hier, lass uns mal hier noch ein paar Hütten bauen. Ja. Und wir werden sogar die Priorität hochsetzen bei den Hütten. So. Gut, dann lass uns mal gucken. Oh, wir haben Sommer früh. Na gut, Frühsommer, da ist die ganze Ernte noch nicht eingefahren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei der nächsten Folge. Hat wieder Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr wollt, einen Daumen hoch, wenn nicht, dann nicht. Wir sehen uns. Tschüss.